Hallihallo, hier ist die Christine von der Kunstwerkstatt Resonant Arts. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal zum nächsten Unboxing im Januar 2023. Und ja, seltsamerweise, tada, sind zwei Kisten angekommen. Warum, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass das irgendwie ein Versehen ist. Bin mal gespannt, ob die mich anschreiben, ob denen es irgendwie auffällt oder vielleicht soll es auch so sein. Ich weiß es nicht. Ich packe jetzt mal beide Pakete aus. Vielleicht sind ja auch unterschiedliche Inhalte drin. Es fehlt auch irgendwie hier das Siegel, was normalerweise immer da dran ist. Wo ja dann auch immer drauf steht, von welchem Monat die Box ist. Happy New Year. Ja, vielen Dank, Upgrade. Das ist toll. Da kommt auch schon die Bottlepost zum Vorschein. Kohle zeichnen, Kohl zeichnen. Ein Wortwitz hier in dem Fall. Neues Jahr, altes Medium, ganz altes Medium. Kohle ist eines der ältesten Mittel, Kunst zu machen. Daher wollen wir etwas Neues erschaffen. Der Kontrast macht den Unterschied. Altes und Neues verbinden. Was ändert sich für dich im neuen Jahr? Was nimmst du mit aus dem vergangenen Jahr? Was hält die Zukunft für dich bereit? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Erzähl es uns in diesem breit gefächerten ersten Upgrade Battle im Jahr 2023 oder sind wir bei dir im Jahr 2100? Wir sind gespannt auf eure Zukunftsvisionen. Ja, ich habe da ja noch nie mitgemacht bei dem Upgrade Battle. Der Preis, das große Unbekannte. Gucke ich gleich rein. Schauen wir erstmal noch weiter, was drin ist. Sehr sparsam mal wieder. Drei Bögen Papier. Tja, ich weiß immer nicht, was ich von halten soll, wenn so wenig Material drin ist. Eine sehr, sehr ansprechende Zeichnung. Und Sticker natürlich wie immer. Love yourself, don't stop, believe in yourself. Okay. Ja. Packen wir das mal hier aus. Ich habe gerade in meiner Unboxing für eine andere Box gemacht, für die Scrollbox. Und da hatte ich mir auch schon Graffite bestellt. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich jetzt im Grunde genommen eigentlich dann fast alles doppelt habe, aber egal. Ich habe ja Gott sei Dank eine Malschule, eine Kunstwerkstatt. Da kann dann immer alles verschwinden, was ich hier nicht gebrauchen kann. Artist Charcoal von Vincent und Newton, also Kohle in verschiedenen Stärken, verschiedene Sticks. Ich mag es jetzt eigentlich fast nicht rausholen, obwohl es ist in Plastik verpackt, dann geht es ganz gut. Also es ist eine ganz dünne, eine mittlere und eine etwas dickere Kohle. Dann ein Knetradierer, das macht natürlich absolut Sinn. So ein Verwischtool oder Blending Stump steht hier drauf. Und dann haben wir noch eine Reihe von Stiften. Black, Schalk, Schwarz, Kreide. Ups, Entschuldigung. Von Kohinoor, das ist hier der Creator Color, das ist hier von Kohinoor. Gioconda heißt es vielleicht, White Coal von Läufer, Florett, ein Stift, alles verschiedene Marken, auch sehr interessant. Rembrandt, Charcoal, auch ein Kohlestift nehme ich mal an. Auch nochmal ein Rembrandt White Pastel. Lyra. Oil steht hier noch drauf.
Okay, das fühlt man auch schon. Ist wahrscheinlich ein Ölstift. Und nochmal Charcoal von Rembrandt. Den HB-Stift. Also der ist 2B und der ist HB. Sind also nochmal zwei verschiedene. Ja, interessante Box. Was macht man hier mit? Ein Handschuh mit zwei Fingern. Nee, so. So kann nicht sein, ne? Ich nehme mal an, ja, so wird es getragen, ist mir aber zu klein. Ich habe natürlich auch echt sehr lange Hände. Ich bin ja 1,85 Meter groß, dementsprechend lang sind natürlich auch meine Hände. Ja, interessante Box. Glaube ich nicht, dass ich damit irgendwie großartig was machen werde, weil ich bin kein Zeichner. Ob ich damit was malen kann, weiß ich nicht. Also sowas hier kann ich mir im Lebtag nicht vorstellen, dass ich das hinbekommen würde. Aber ich gucke mal in die Bottlepost rein. Vielleicht gibt es da noch mal ein bisschen Inspiration, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie zeichnen kann. Natürliche Holzkohle, Weißkreidestift Öl, Kohlestift fettfrei 2B und HB. Okay, das sind jetzt die verschiedenen Stifte. Schwarzkreide 2, der Papierwischer, Künstlerhandschuh, nochmal der Kohlestift und von der Marke Kensen die drei Blatt Papier, die hier mit drin waren. Ja, es sind drei Stück. Ja, dann wird der Co-Captain hier vorgestellt. Sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Tipps und Tricks. Ja, gut. Wenn man denn zeichnen möchte, sind die natürlich glücklich. Kohle zeichnen heißt nicht immer gleich Porträt. Also das ist natürlich gut, dass hier auch ein bisschen was gezeigt wird, was jetzt nicht unbedingt für Zeichner gedacht ist. Ein Jahr voller Kunst kommt hier so ein Rückblick auf 2022. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, ein bisschen was hier geswatcht. Das werde ich natürlich auf jeden Fall machen. Und ja, das war das Upgrade Battle von der Tasche und das Upgrade Battle mit den Glitzerstiften. Ja, okay. Ja gut, ich werde mir mal was einfallen lassen. Und jetzt gucke ich erstmal, was in der anderen Box ist, ob das tatsächlich genau die gleiche ist. Also das wäre ja wirklich ziemlich lustig, wenn ich zweimal die gleiche Box bekommen habe. Papier ist ein etwas anderes, aber nee, das ist der gleiche Inhalt. Die Farbe vom Papier ist ein bisschen anders. Und ja, ich schneide das jetzt trotzdem mal frecherweise auf. Und vergewissere mich nochmal. Ja, es ist halt genau das gleiche drin. Brauche ich also jetzt nicht nochmal vorstellen. Und ja, bin mal gespannt, ob die sich melden, weil sie mir eine Box versehentlich doppelt geschickt haben. Schauen wir mal. Gut, bis später. So, ich bin sehr spät dran mit meinem Test, Produkttest jetzt. Ich habe es einfach nicht früher geschafft. Ich hatte halt sehr viel zu tun. Und bin auch noch krank gewesen. Genau. Ich habe im Moment privat einfach auch ein bisschen Struggle. Werde aber jetzt den Test machen, auch wenn ja schon einige Videos veröffentlicht sind jetzt an Produkttests. Aber es ist egal.
Ich habe mir jetzt zusätzlich noch auf den Tisch gelegt, wo ich die Kohlestifte mir mit anspitzen kann, beziehungsweise ja, anschleifen kann. Ich mache mir solche Sachen immer selber. Ich sehe das nicht ein, dafür Geld auszugeben. Das ist jetzt einfach nur ein Stück Holz. Da sind zerschnittene Schleifpapierchen drauf und mit einer Klammer befestigt. Das tut genau das Gleiche wie das, was man kaufen kann. Ich habe hier einmal 120er Papier und hier muss ich mal gucken, 240er, also sehr feines Papier, und das ist so ein bisschen gröber, das Gelbe. Und genau, ich teste erstmal die Stifte einmal durch und dann werde ich ein kleines Bild damit machen. Den Knetradierer, genau, den probiere ich auch mal vor der Kamera aus, für die, die das noch nicht kennen mit diesen Knetradierern. Also ich habe die ja am allerliebsten, weil die einfach nicht fusseln, also keine Püttelchen machen. Und die knetet man halt einfach durch, dann sind die wieder sozusagen sauber. Und ja, ich knete den mal einmal durch, guck mal, ob der sich so verkneten lässt wie meine anderen Knetradierer. Nee, ist nicht so schön zu verkneten. Also ist auf jeden Fall ein bisschen fester als das, was ich gewohnt bin. Ja, leg ich los. Gucke ich mir erstmal die weißen Stifte an. Da ist ja auch noch ein Radierer bei hier. Also das ist ein Radiergummi hier vor dieser Florett, dieser Läufer Florett. Das finde ich auch irgendwie ganz cool, weil man den eben halt natürlich auch sehr feine Sachen ausradieren kann und sehr definiert radieren kann. Und ja, ich fange mal mit dem Stift von Lyra an. Das ist ja ein weißer Pastellstift mit Ölanteil. Und ja, der ist auf jeden Fall sehr hart. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, also wegen dem Ölanteil. Ja, mal gucken, ob man da auch nur ganz leicht weiß mit zeichnen kann. Also muss man schon ein bisschen drücken, um da einen Abrieb zu haben, und es krümelt. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Das macht mir irgendwie keinen Spaß, der Stift. Dann gucke ich mir mal den von Kohinoor, den weißen Stift an. Ja, der ist natürlich total cool. Der ist schön weich, schön smooth. Der gibt direkt Pigment ab. Da hat es natürlich jetzt auch diese Farbpartikel. Und wenn ich da ganz weich mit male, kann ich natürlich auch Farbstufen hinbekommen. Und ja, muss man auf jeden Fall Mülleimer neben sich stehen lassen, weil es eben halt bröckelt. Und ich gucke mal gleich auch, wie die sich verwischen lassen. Wo ist denn jetzt mein Ölstift? Da. Also weil hier war ja auch so ein Verwischtool mit bei. Und guck auch, ob sich das radieren lässt. Also einmal wischen. Da passiert jetzt hier nicht so viel. Kriegt man so ein bisschen verwischt, aber nicht so besonders gut. Anders als bei dem Kohinoor-Stift
lässt der sich hier prima verwischen. Jetzt gucke ich mal, ob der sich auch radieren lässt. Der Ölstift, der hat auch einen tierischen Verbrauch irgendwie, ne? Guck mal, wie viel Mine da jetzt schon ab ist. Wahnsinn. Ja, schaue ich mal, ob man mit dem hier radieren kann, das wegradieren kann. Da habe ich mir fast gedacht, dass das nicht funktioniert. In der Beschreibung stand allerdings, dass er sich wegradieren lässt. Und auch hier mit dem Radierer, ja, okay, da tut sich jetzt was. Aber mit diesem weichen Radierer hier eher nicht. Das ist jetzt auch eher schwierig hier. Ja, der lässt sich komplett wegradieren. Und hiermit auch. Ja, das ist natürlich cool. So, weiß ist damit durch. So, dann nehme ich mal als nächstes die Kohle. Roll mir die Stifte hier immer über den Tisch. Das sind ja so ganz, ganz dünne Kohle-Sticks. Sind auch keine verschiedenen Größen. Das ist einfach hier so 3x Medium steht hier drauf. Also ist jetzt egal, welchen ich nehme. Und ja, Kohle geht immer. Das ist ein toller Werkstoff, wie ich finde. Ich mag Kohle, auch wenn es die Hände sehr dreckig macht. So, da kann man auch ein bisschen feiner natürlich mit malen. Dann gucke ich jetzt gleich, ob der sich gut verwischen lässt. Aber da ist von auszugehen und natürlich auch, ob der sich radieren lässt. Da kann man auf jeden Fall sehr tief schwarz mit malen. Ja, verwischen. Das klappt natürlich super. War nicht anders zu erwarten. Das Papier nimmt auch ganz gut auf. Und genau, jetzt wollte ich noch radieren. Das klappt auch super. Und wo ist der Radierstift? Da. Das klappt auch gut. Kriegt man vielleicht nicht... Doch, kriegt man rückstandslos weg, wollte ich eigentlich sagen. Genau. Ja, cool. Dann nehme ich mal den Lyra HB. In der Kamera wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht die Unterschiede so sehr sehen können. Der ist ein bisschen hart und auch nicht so tief schwarz wie die Kohle. Bröckelt ab, wenn man jetzt da ein bisschen zu feste dran drückt. Gucken, ob man da ein bisschen feiner mitmalen kann. Das geht auf jeden Fall. Dann mache ich mir meine Verwischfläche und natürlich eine Fläche, wo ich die Radiergummis testen kann. Ja, das geht auch super. Okay, das schmiert ein bisschen mehr und hinterlässt dann auch hier Dreck. Also schwarze Kohle noch, lässt sich nicht rückstandlos wegradieren. Mit dem Radierer allerdings schon. Ja, und dann gab es hier noch ein 2B, auch von Lyra. Ja, der ist natürlich viel weicher als der HB. Bröckelt auch nicht so stark. Und man kann auch feinere Konturen damit malen.
und auch sehr schnell verdichten. Ja, sehr cool. Der gefällt mir auf jeden Fall besser als der HB. Und auch hier bleibt am Papier auf jeden Fall was haften. Anders als mit dem Radierstift, da bekommt man es auch wieder sehr gut weg. Ja, ich habe so einen auch schon. Ich weiß allerdings nicht von welcher Marke, kann ich mich jetzt irgendwie nicht dran erinnern. Und ja, dieses Radiergummi, das könnte man jetzt im Grunde genommen, das ist jetzt vielleicht auch nicht warm genug, das kann man jetzt irgendwie kneten und dann ist irgendwann diese Kohleanteile, der sieht man einfach irgendwann nichts mehr von. Da kann man ewig mit arbeiten. Und irgendwann, klar, ist so ein Radierer mal hin, aber es dauert wirklich, wirklich lange. Also ich mag die auf jeden Fall sehr, aber der ist mir ein bisschen zu hart hier. So, dann gibt es noch einen letzten Stift, einen Schalkmarker, so wie ich es verstanden habe, Schwarzkreide von Creta Color. Creta Color. Und da steht jetzt nur eine 2 drauf. Und der ist nochmal, also der ist auf jeden Fall viel schwärzer noch. Das ist jetzt der dunkelste Farbton, der hier in der Box mit drin ist. Ja, beim Zeichnen direkt bricht die Spitze ab. Da muss man also sachte mit umgehen. Aber man kann natürlich auch Farbnuancen erzielen. Ja, das ist natürlich wirklich ein Schwarz, traumhaft. Also sehr, sehr tief. Und sieht man dann auch beim Verwischen, dass das deutlich dunkler auch bleibt. Und ja, einmal radieren. Bleibt auch auf jeden Fall ein Rückstand da. Und mit dem kriegt man es eigentlich ganz gut weg. Bleibt aber auch ein bisschen was auf dem Papier. Aber es ist hier und da auch so. Also rückstandslos ist das alles nicht. Wenn ich es jetzt nochmal betrachte. Ja, aber da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Ich finde die Materialien wirklich cool, wenn die mir auch nicht unbekannt sind. Also diese Stifte hier sind mir schon unbekannt. So ein Radierer hier habe ich schon. Und ja, kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Werde ich dann jetzt auch machen. Und genau, ich glaube, man soll diese Sachen hier auch irgendwie nicht in einem Spitzer, mit einem Spitzer anspitzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll man das eigentlich auch schleifen. Hätten sie allerdings, finde ich, auch ein Stück Schleifpapier reinmachen können. Oder man soll es schnitzen. Ich gucke jetzt mal, ob der sich anspitzen lässt. Mache ich hier aber direkt über meinen Mülleimer, weil ich den das nicht auf meinem Tisch jetzt hier haben möchte. Nee, das hat nicht funktioniert. Also das ist jetzt hier sofort gebrochen, die Spitze. Ich mache mal nochmal einen neuen Versuch. Ansonsten muss ich tatsächlich schleifen. Oder eben halt mit einem Cuttermesser, aber das mache ich echt total ungern mit einem Cuttermesser. Also ich kriege jetzt hier auch keine Spitze mehr raus. Das kann ich echt vergessen. Ja, da ist die Spitze schon wieder ab. Ja, das kann ich natürlich nicht leiden, sowas. Also, puh, nee, das mag ich nicht. Da nehme ich dann lieber direkt die Kohle. Da habe ich das Problem nicht. Ey, soll ich mal versuchen, mit Licht zu schießen?
Also ich habe keine Ahnung, vielleicht stand da auch was im Büchlein zu drin. Spielen gerade Kinder im Garten, also wenn er Geräusche hört, dann sind da die Kinder draußen. Mein Enkelsohn, nee, ist jetzt auch direkt wieder abgebrochen. Also das funktioniert hier überhaupt nicht. Wüsste ich jetzt auch keine Lösung, ganz ehrlich gesagt, dafür. Ich kann noch mal versuchen, ob ich es irgendwie, ob das irgendwie eine Alternative ist, kann ich mir aber kaum vorstellen. Also das finde ich auch derartig anstrengend. Und ich habe da, mit sowas habe ich gar keine Übung. Also weil, wie gesagt, ich habe solche Stifte auch nicht. Und wenn ich sehe, wie stark ich jetzt hier das mache, dann bricht mir sowieso die Mine ab. Sobald ich auf der Mine bin, kann ich mir jetzt eigentlich nicht anders vorstellen, wie das irgendwie gehen soll, dass ich da wieder ein Stück Mine irgendwie habe, womit ich malen soll. Und da ist es schon wieder ab. Also der Stift, da kriege ich schon direkt einen Plack drauf. Der ist sehr, sehr schön schwarz, aber leider für mich, für meine Hände, für mein Handling, für meine Instrumente, die ich jetzt hier habe, nicht geeignet. Da ärgere ich mich schwarz. Genau. Also der ist schon mal raus aus dem Rennen. Den werde ich jetzt auch nicht verwenden. Und genau, ich werde jetzt mal irgendwie ein Bild damit malen. Und ich glaube, obwohl ich habe ja einen Radierer, das ist ja egal, wenn ich mich verzeichne. Ich glaube, ich male mir erstmal die Proportionen ein bisschen hin.
Ja, ich denke, das muss reichen, um so ein bisschen zu zeigen, wie man mit den verschiedenen Stiften jetzt hier arbeiten konnte, außer mit denen, weil ich da ja keine Mine mehr rauskriege. Es ist jetzt ein schnelles, kurzes, abstraktes Porträt. Und ja, Stifte lassen sich super mitarbeiten, außer mit diesem Ölstift hier. Da kann ich irgendwie nicht ganz so viel mit anfangen. Also was man damit machen kann, ist tatsächlich schwarze Flächen so ein bisschen wieder aufzuhellen. Aber das kann ich ja auch mit dem Radiergummi oder eben halt mit dem Verwischtool. Insofern ist das jetzt für mich irgendwie nicht ganz so spannend. Und man kann halt über den Ölstift dann auch nicht mehr besonders gut drüber malen. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich mag Kohle sowieso, weil man schnell mit diesen Kontrasten was erreichen kann. Und genau, das war mein Video für meine Upgrade-Box. Swatchen und ich habe es jetzt auf einer Seite gemacht. Das ist ja auch lustig. Ich dachte, ich hätte ein neues Papier genommen. Habe ich aber nicht. Also, swatchen und zeichnen. Eine kleine Sache nur. Und ich hoffe, euch hat mein Unboxing und mein kleines Experiment mit diesen Stiften gefallen. Ihr konntet ein bisschen mitgehen. Und ich freue mich über ein Däumchen nach oben und natürlich über eure Kommentare. Schreibt doch mal, ob ihr auch Erfahrungen schon mit Kohlezeichnungen habt, wie ihr das handhabt, ob ihr damit zurechtkommt oder ob das eher was ist, wo ihr sagt, nö, da macht man sich die Hände so schmutzig, das mag ich nicht. Oder ob ihr eben halt auch Spaß an ja, dieser Tiefe habt, die eben halt nur mit Kohle meines Erachtens auch zu erreichen ist. Und sich dann da eben halt auch wieder Helligkeiten reinzuholen. Ja, ich freue mich auf den Austausch und freue mich auf ein Wiedersehen zum nächsten Video. Ganz liebe Grüße, bis bald, tschüss.